Pause mal wieder. Die haben schon einen überragenden Spielplan erwischt. Haben heute Morgen das erste Spiel gehabt, dann das erste Achtelfinale, dann das erste Viertelfinale. Das heißt immer die längste Pause aller Mannschaften vor ihren Partien gehabt. Aber auch verdient erspielt durch den Spielmodus der Vorteil des Siegers in der Vorrundentabelle. Borussia Dortmund, ja, das dritte Viertelfinale gegen den FC Schalke 04 mit 1:0 gewonnen. So, erste Chance jetzt hier für Bakir und der macht das Ding. Wahre Bakir. Klasse Sololauf und dann ist Kurzeck der Treffer. Der Nationalspieler, der auffälligste, zusammen mit dem anderen Nationalspieler, mit Temi hier mit der Nummer 9, der Lockenkopf beim BVB. Aber sie haben viele gute Einzelspieler. Stuttgart ja mit dem entspannten 7:2 Erfolg gegen Wolfsburg im Viertelfinale. Konnten da schon irgendwann den Schongang fahren. Also das wird hier noch spannend bleiben. Keine Sorge, das hat der BVB noch lange nicht gewonnen. Leon Klusmann auf Lloyd Kufur. Temi hilft da. Freistoß jetzt für Stuttgart, weil Kufur sich da an der Bande festgehalten hat. Es ist kurz erlaubt, ein richtig darauf das Festhalten. Dann nicht. Jetzt der Fehlpass Stuttgart. Kommt im Ballbesitz. Jetzt mit der Angriffsmöglichkeit, da ist Kufur wieder da. Der das entspannt verteidigt. Klusmann, Kufur, Tim Böhmer hier am Ball. BVB baut das ganz in Ruhe auf. Stuttgart erhöht das Risiko. Das war klasse gespielt. Jeder auf den Torwart drauf. Kufur. War kurz die Überzahlmöglichkeit gegeben, weil Druck auf den Torwart erzeugt wurde. Das ist hier Temi hier. Verliert den Ball, aber Bakir hilft. Jetzt aber der Ball bei Patrick Schott, dem Keeper der Stuttgarter. Stuttgart mit dem Distanzschussversuch, aber Ball geblockt. Tim Böhmer, langer Ball auf Bakir, der sich da fein rumdreht, bleibt aber im Spiel. Nein, geht über die Mande. Netter Versuch hier, der verantwortliche Trainer vom Borussia Dortmund, Peter Wacinski, nicht dabei. Der Cheftrainer der U16 des BVB. Das war Freistoß verdächtig. René Pascal Wagner hat es anders gesehen, aber keine spielentscheidende Szene. So, ja, mein Dortmund-Fan, der ganz nervös hin und her wippt. Wenn es zu ihm ginge, könnte schon ein Abpfiff sein. Einige Dortmund-Trikots ja zu sehen hier
beim Freeway Cup. Da hat es jetzt die Technik fast zerhauen. Hier im Bild eingefangen. Der Kommentator lebt. Und wenn der Ton noch geht, ist alles gut. Einfach weiterreden, Florian. Einfach weiterreden. Nächster Schussversuch. Also alles überlebt hier den Anschlag auf den Kommentatorenplatz. Wer? Ballbesitz. Jetzt wieder für den BVB. Jetzt wieder Lloyd Kufur. Am Ball, abgelegt von Pakia. Aber die Situation nochmal bereinigt. Knappe 8 Minuten noch auf der Uhr. Jetzt Kufur, die große Möglichkeit, nimmt sich den Ball nochmal mit und dann den Volley. Nach dem Abpraller da, gesetzt. Kufur nochmal, zweiter Versuch unter die Latte. Der Ball war nicht im Tor. Etemi, Nachschuss. Oh, es gibt Tor. Ich glaube, das passt. Ich glaube, der Ball war im Tor. 2-0 Borussia Dortmund. Und wenn wir da nochmal den Videobeweis hätten, oh, schwer zu sehen. Erster Eindruck, der Ball war hinter der Linie, aber boah, super schwer. Die Proteste der Stuttgarter hielten sich in Grenzen, sodass wir das mal als schweigende Zustimmung einschätzen. Das ist eine kleine Überraschung. Der BVB, der sich natürlich hier nicht schlecht verkauft hat, ist im Halbfinale, aber die Stuttgarter waren schon souverän und überlegen. Kommen jetzt aber zum Anschlusstor durch Leonard Münst. Auch hier einer der ganz auffälligen Kicker hier. 4 Saisontore in der Oberliga erzielt. Und auch beim Freeway Cup schon einige Male eingenetzt. So, Kufur jetzt. Er geht nicht an die Decke. Jetzt haben wir es nochmal. Ja, der Ball war drin. Wunderbar. Vielen Dank an die Regie. Super Bild. Den hat er erst hinter der Linie weggekratzt. Haben wir das also auch aufgelöst. Auch der Videobeweis sagt hier klares Tor für den BVB. 2-1. Klasse, die Drehung, der Abschuss! Was für Tor! Wahe Pakia packt nochmal richtig an aus zum 3-1. Die Drehung unter Bedrängnis und dann genau an den Innenpfosten in den Knick. 3-1. BVB. Hier schickt sich einer an als Top-Kandidat auf den Topscorer. Hier im Turnierverlauf. Wieder 2-Tore-Führung für Borussia Dortmund. Stuttgart jetzt wieder im Angriff. Und der Anschlusstreffer durch Numan Sensoy zum 2-3. Wir bekommen hier ein richtig munteres Halbfinale. Klasse gemacht. Kam Taki ein Stück zu spät. So, Klusmann auf Taki. Spieler überspielt. Gleichzeitig. Klasse gemacht. Nächster Schussversuch. Und den nagelt Ömer Özden in die obere Etage. Also hier ist mal richtig Musik drin in diesem Halbfinale. Klasse Spiel.
auch noch lange nicht vorbei. Wir haben noch genug Zeit und ich würde mal wetten, das Ding hier geht nicht 2:3 aus. Irgendwer trifft noch. Top. Die Wette gilt. Guter Ballgewinn hier von Tim Böhmer. Böhmer jetzt auf Öztem, der den Ball da querlegen will auf Pakia. Nächster Versuch, aber Klusmann zur Stelle. Und jetzt Taki. Macht's alleine, der Nationalspieler. Brauchen jetzt wieder Druck auf den Ball, die Dortmunder. Fast nachlässig umgeschaltet, deswegen die große Möglichkeit. Klusmann kommt noch an. Das war enorm wichtig. Das haben sich selbst ein bisschen eingebrockt. Da kam die Bande ein ganzes Stück näher. Beide Spieler richtig reingeschossen. Klusmann mit dem weiten Ball. Knapp 3,5 Minuten vor dem Ende. Riesenmöglichkeit. Es geht rauf und runter. Chancen hüben wie drüben hier. Hochklassiges Frivic Cup Spiel. Der Beini da. Und Frederik Schumann. Ist den Dortmunder genatzt. Und jetzt der Ausgleich. Durch Frederik Schumann. Auch er Nationalspieler. Da ist die VfB-Flagge. Zweieinhalb Minuten noch zu gehen. Wer zieht hier ins Endspiel ein? Demi. Ja, Stürmer faul gepfiffen. Ballbesitz für den VfB. 2 Minuten. Vor dem Ende. Tim Böhmer. Nächster Schussgelegenheit, das Spiel komplett zu drehen. BVB zweimal mit einer 2-Tore-Führung, 2-0 und 3-1. Und jetzt die große Möglichkeit. Aber Lord Kufu ist da. Vorteil und jetzt gibt es den Freistoßpfiff. Für den Nationalspieler auf Abruf. Insgesamt hier in beiden Mannschaften 7 Nationalspieler in diesem Halbfinale vertreten. Davon 3 auf Abruf, aber trotzdem 7 Nationalspieler nur von Deutschland in diesem Halbfinale vertreten. Zeigt, wie hochklassig besetzt dieses Turnier und speziell diese Spiele gerade ist. Und warum wir so ein tolles Fußballspiel sehen. Kufur. Römer. Ja, Lord Kufur. Jetzt mal Leon Klusmann mit einer letzten Spielminute. Gibt das hier ein 9-Meter-Schießen? Es wäre das erste für beide Mannschaften im Turnierverlauf. Um den Einzug ins Endspiel. Römer. Dortmund will erstmal im Ballbesitz bleiben, um dann vielleicht kurz vor Schluss noch einen Angriff zu netzen. Beide Angreifer stehen da sehr, sehr tief, um das Spielfeld möglichst groß zu machen, um ganz viel Tiefe anzubieten, um auch Spielraum dazwischen zu haben. Ja, die Halle würde gerne noch ein bisschen mehr Risiko sehen. Jetzt der lange Ball. Nochmal Ballbesitz BVB. Uhr ist angehalten, steht bei 8 Sekunden.
Pakia, Pakia, Abpraller, wenn der gekommen wäre. 3 Sekunden auf der Uhr. Hetemi mit der Bande, wenn da Böhmer etwas besser steht. Das war's, wir bekommen unser nächstes 9-Meter-Schießen und das ist, glaube ich, standesgemäß, denn beide Mannschaften hätten es verdient gehabt, hier den regulären Spielsatz zu gewinnen. Und hier nochmal der Blick auf die Kreissporthalle in Lübbecke. Voll besetzt. Hier steigt das Spektakel, hier steigt 2 Tage Vollgas-Fußball. Wunderbare Impressionen. Aus der heutigen Hauptstadt des Jugendfußballs. So, jetzt beginnt die übliche Schützenwahl. Für alle, die später dazugekommen sind, 3 Schützen werden benannt. Steht es dann unentschieden, geht es weiter im Sudden Death. Stuttgart war gerade in der Kabine. Haben sich da scheinbar besprochen. Da haben wir das Spielgerät. Der soll gleich ins Eckige. Der neue Spielball. Der WM 2018. Schützen wir jetzt noch den Schiedsrichter mitgeteilt. Die schreiben eifrig mit. Ins Poesiealbum. Eugen Fritz, René Pascal Wagner. Ist jetzt auch wieder ein Duell der Torhüter. Patrick Schott gegen Leon Klusmann. Beide sicherlich Garanten dafür, dass ihre Mannschaften so weit gekommen sind. Beide werden auf jeden Fall nochmals spielen, aber nur einer möchte wirklich ran. Und zwar in das späteste Spiel des heutigen Tages, so gegen 16:30 Uhr. So, Seitenwahl, wer da vorlegen, das richtig gesehen habe, fängt der BVB an. So ist es jetzt. Tim Böhmer schnappt sich die erste Kugel und duelliert sich im Duell Mann gegen Mann mit Patrick Schott. Hier sehen wir es in Eintracht, die beiden Teams, Gelb gegen Rot. Tim Böhmer trifft und links 4-3. Wichtiger Start für Selbstvertrauen. Hier sehen wir es nochmal. Schott in der falschen Ecke. So, weiter geht's mit Dominik Kainic. Kainic scheitert an Klusmann. Da kommt die Faust. 4-3 für den BVB. 2. Schütze für die Dortmunder, Kelvin Menevic. Menevic tritt an. Und trifft oben. Ganz souverän. Der BVB öffnet die Tür zum Finale. Enrique Castiana Sanchez muss treffen. Sonst war es das hier.
Stuttgart steht im Endspiel des Freeway Cups. Der VfB Stuttgart verliert im 9-Meter-Schießen mit 3:5. Und das sind Emotionen. Leon Klusmann, der Held in diesem Halbfinale. Wir sehen beide Mannschaften mal wieder, den BVB im Endspiel. Ja, die Enttäuschung sitzt natürlich tief.